Hallo, ich bin die Ingrid. Das ist mein Restaurateur, der Billy. Und das ist von meiner Freundin, Andrea Repino. Und heute will ich einmal ein bisschen zeigen, was ich so mit dem Klickern, was man da so machen kann. Also Billy kann ja schon seit, ich glaube, 6 oder 7 Jahren klickern. Übe mit ihm schon und der Pino ist Anfänger, der weiß noch gar nichts. Ja, und dann wollen wir jetzt mal zeigen, was der Billy kann mit dem Klicken und der Pino eben dann lernt heute. Okay? So, jetzt zeige ich euch mal, was ich dem Pino im Anschluss beibringen will. Also, bei Fuß. So, ich will so gehen, oder so. Slalom. Super, du bist gescheit. Dann das zweite ist Sitz. Nimm ein Leckerli. Zeig's ihm. Sag nein. Und er darf's nehmen. So, und jetzt probieren wir das mit dem Pino. Ich biete ihm jetzt noch ein bisschen Leckerli an als Hilfsmittel, was dann leichter fällt. Seid aufgeregt, so. Sitz. Ich klicke ihn jetzt, weil er an meiner linken Seite sitzt, für das Slalombeginn. Und nehmen das dann später irgendwann mal bei Fuß, fangen heute vielleicht schon an, singen wir jetzt schon, bei Fuß. Super machst du das. So, biete ihm jetzt an, durch ein Bein zu gehen, durchs Bein zu gehen. Klicke, sobald er die Aufgabe geschafft hat. Super! Du bist gescheit! So, fangen wir jetzt mal von vorne an. Komm her. Dass er weiß, Verknüpfung. Linke Seite fangen wir an. Sitz. Dass das ganze Kommando Slalom mit Fuß linke Seite anfängt. Beginnt. Super. Ja, super. Du bist gescheit. Prima. Ja, mit Deckel ist besser. So ist gescheit. Probier es jetzt nur einmal, weil er es ganz toll macht. Komm her, Pino. Fang wieder mit der linken Seite an. Sitz. So gescheit. Beifuß. Gib ihm als Hilfsmittel immer nur das Leckerli. Super. Slalom. Ja, super. Und so würde ich dieses jeden Tag 1 bis 2 Minuten üben für das Slalom-Kommando. Jetzt hat das ein bisschen kommen nicht mehr. Komm her, Pino. Und jetzt ein bisschen ruhig lassen. Sitz. So. Und jetzt ist die nächste Aufgabe mit dem Nein nehmen. Ja, bist du gut? So. Jetzt ist ein bisschen auf, jetzt wird erst ein bisschen runterfahren. So. Sitz. So ist es. Sitz. Pino, sitz. Super. Zeige ihm jetzt das Leckerli.
Und sobald, dass er mich nicht mehr stupst oder es nicht berührt, klicke ich. Damit er weiß, wenn er nichts macht, gibt es das Gutti. Weggeschaut, hat geklickert. Hat weggeschaut, hat geklickert. Berührt mich, klickere ich nicht. Sitzt, geht nicht hin an meine Hand, ich klicke. Du bist gescheit. Und er weiß, wenn er mich nicht berührt, kriegt das im Anschluss. Das ist so schön, dass die Kamera das da sieht. Hilft ihm dann ein bisschen raus aus seiner Situation, weil er muss mir ein bisschen was anbieten, ob das richtig ist oder das richtig ist. Er versteht es ja nicht. So. Da natürlich. Damit ich ihm auch das Kleckerli zeigen kann. Aber jetzt fange ich erstmal an. Solange das er mich nicht berührt und dann die Hand nicht berührt, dass er da ein Leckerli kriegt. Schauen wir mal, ob es schon ganz geht mit Leckerli zeigen. Braucht ihr eine Pause? Benutzt Sitz. Komm mal her. Komm mal her. Sitz. Super. Mal schauen, dass man die Aufmerksamkeit vom Hund hat. Ja, wenn die das Leckerli zeigt mit der Hand und er hat nichts gemacht. Und dann muss man sofort klicken. Also die Zeitspanne ist ganz, ganz kurz. Oder ganz verdauert. Ist nett. Fangen wir jetzt noch weiter oben an, weil es noch relativ schwierig ist für den Hund, natürlich, wenn er das direkt vor der Nase hat. Das Leckerli, dass er das nicht nimmt. Und darum hilf ihm ein bisschen, mach so kleine Hilfsstellungen. Komm mal her, Pina. Sitz. Dass ich mich schön stehe, ist besser bei ihm. Es kommt auch immer auf Hund zu Hund drauf an, wie er sich wohler fühlt. Sitzen, stehen. Jetzt mache ich es noch einmal, weil ich merke, Konzentration neigt sich dem Ende zu. Aber wir wollen es ja positiv beenden. Darum, komm, Pina. Pina. Positiv beendet. Ja? Sehr schön. Brav hat er es gemacht. Und jetzt machen wir eine Bierrunde.